Bevor du jetzt weiter scrollst, will ich dir nochmal zeigen, was wir für einen coolen Discord haben. Komm auf melion.net und schau dir unseren Discord an. Wir haben auch gerade eine Bewerbungsphase offen, wie du jetzt gerade hier siehst. Wir suchen auch aktiv Coding-Supporter, die beim Coding-Supporten helfen. Und wenn ihr selber Hilfe braucht, dann kommt in den Coding-Support, denn da gibt es dann Hilfe für euch. In den Coding-Tickets können wir sogar noch spezifischer auf euch eingehen. Und im Coding-Chat könnt ihr über alles Mögliche über Coding reden. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Discord Python Bot Programmierung. Wir sind jetzt in der zweiten Folge des Musikbots und heute kommen wir an sich ans Coden. In der letzten Folge haben wir FFmpeg installiert und das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst können wir hier heute gar nicht weiterarbeiten. Da wird die Audioverarbeitung nicht funktionieren und dementsprechend solltet ihr das Video nicht gesehen haben, schaut es euch an, ist recht kurz, 5 Minuten und dann habt ihr es schon installiert. Und wir legen jetzt los mit dem Musikbot. So, jetzt sind wir hier wieder zurück in PyCharm. Und jetzt werden wir anfangen, unseren Bot zu strukturieren. Und diesmal werden wir es sehr anders machen als sonst. Denn wir arbeiten heute mit dem Command-System und mit Cox. Cox habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Und dementsprechend werde ich das dann auch gleich einmal kurz machen. Das Ganze wird auch auf Klassen basieren. Also ein ganzes Stück höher gehen, als wir sonst immer waren. Aber das ist kein Problem. Ich erkläre es euch. Wird super einfach. Und wir legen los, indem wir uns hier eine neue Python-Klasse anlegen. Und die nennen wir jetzt einfach zum Beispiel Musikbot. Hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was importieren. Und zwar import sys. Import traceback. Das ist später, um die Fehler richtig auszugeben, damit wir da auch nicht in dummes Zeug reinkommen. Jetzt machen wir unseren Import für Commands, das heißt wir machen from discord.ext, also Extensions, import Commands. Damit importieren wir quasi die Commands, das hatten wir ja schon mal, ich glaube in Folge 7. Und so können wir jetzt hier mit Commands arbeiten. Das wollen wir jetzt aber noch gar nicht so direkt, denn wir wollen jetzt erstmal eine Klasse machen. Denn auch in Python gibt es Klassen und Objekte und alles Mögliche. Wie in Java, Kotlin und allen anderen Programmiersprachen eigentlich auch. Und deswegen machen wir jetzt hier einfach mal Class Musikbot. Und da brauchen wir dann runde Klammern dahinter. Und da schreiben wir jetzt rein, von was es quasi erben soll. Also der Musikbot soll ja von unserem Commands da ein Bot sein. Deswegen schreiben wir hier jetzt ein Commands.bot rein. Das heißt, das bedeutet quasi, unsere Musikbot-Klasse ist quasi ein Bot. Genau, da machen wir Doppelpunkt dahinter und gehen dann eins runter. Und dann machen wir erstmal so das Standardding. Wir machen ein async dev on-ready. Hier müssen wir jetzt beachten, wenn wir in einer Klasse sind, müssen wir hier immer self reinmachen. Das macht er normalerweise automatisch. Wenn ihr mit PyCharm arbeitet, müsst ihr euch da keine Sorgen drum machen. Ansonsten beachten self, weil wir in einer Klasse sind. Das ist quasi das gleiche wie in anderen Programmiersprachen this. Das kann man hier wieder machen. Print locked in on irgendwas as. Und dann mit unseren geschweiften Klammern. Self.user können wir jetzt eben machen, weil self repräsentiert quasi unseren Bot. Und wenn wir dann .user machen, ist es dasselbe, wie wenn wir davor einfach bot.user gemacht haben. Genau, dann haben wir hier eigentlich schon gesagt, was passieren soll, wenn wir eingeloggt sind. Jetzt können wir noch ein OnMessage machen. Brauchen wir an sich nicht, aber ist ganz wichtig, dabei was zu beachten. Das habe ich, glaube ich, auch in Folge 7 schon mal gesagt. Und dementsprechend werde ich es hier auch nochmal zeigen. Genau, hier machen wir jetzt Self und dann kommen wir Message, dass wir auch die Message haben. Hier können wir jetzt auch zum Beispiel ein Print machen. Ups. Message from message.autor müsste das, glaube ich, sein. Tor. Machen wir einen Doppelpunkt und dann die Message hin. Und das wäre dann message.content. Genau, jetzt haben wir quasi dann auch noch die Nachricht ausgegeben. Was hier jetzt ganz wichtig ist, wir benutzen onMessage. Und dementsprechend kann das Command-System gerade OnMessage nicht benutzen. Denn auch das Command-System beruht natürlich auf OnMessage. Das ist das einzige Event, wodurch wir Nachrichten bekommen.
Und dementsprechend müssen wir hier dem Ganzen das noch mitgeben. Und das machen wir mit einem await self.process commands. Und da übergeben wir auch einfach nur die Message. Genau, das heißt quasi, wir bearbeiten diese Nachricht, zum Beispiel eben jetzt, indem wir hier bei print unsere Zeile ausgeben. Und dann schicken wir es an das Command-System weiter, um Commands auszuführen. Jetzt mache ich mir hier mal eine visuelle Trennlinie. Ups, das geht natürlich nicht so, das muss ich mit Hashtags machen. Aber das müsst ihr nicht machen, das ist einfach nur für mich, damit ich sehe, okay, hier ist jetzt eine Trennung. Denn hier gehen wir jetzt aus der Klasse wieder raus. Das ist schon unsere fast ganze Klasse. Da kommt dann noch ein kleines bisschen was, das zeige ich euch gleich noch. Und hier machen wir jetzt zum Beispiel Client ist gleich und jetzt eben nicht commands.bot oder so, sondern Musikbot. Und hier können wir jetzt einfach unseren Command-Präfix angeben. Genauso wie wir es bei dem Bot sonst machen würden. Und jetzt machen wir zum Beispiel commands.whenMentionedOr. Das heißt quasi, entweder wir taggen ihn oder wir benutzen hier jetzt ein Präfix Ausrufezeichen. Genau, und theoretisch würden wir jetzt einfach nur hier unten machen client.run und dann unseren Token übergeben. Den kann ich mir auch schon mal einfügen. Bam. So, ja, jetzt würden wir den Musikbot hier starten, aber es würde halt jetzt noch nicht so viel passieren. Und deswegen wollen wir jetzt noch Extensions hinzufügen. Und dafür machen wir uns jetzt einen Ordner neuen und den nennen wir jetzt zum Beispiel mal Cox. Im Endeffekt könnt ihr den nennen, wie ihr wollt, aber die offizielle Bezeichnung ist eben Cox und deswegen nennen wir es jetzt mal Cox oder auch Extensions. Genau, und da definieren wir jetzt hier oben mal welche. Die könnten wir natürlich auch durchsuchen lassen und dann einfach da automatisch reinladen. Das wäre wahrscheinlich, wenn ihr mehrere Klassen habt, viel schlauer. Aber dadurch, dass wir jetzt nur eine einzige machen, tun wir das mal hier gleich mit reinschreiben. Beziehungsweise maximal 2-3 Klassen haben wir vielleicht. Machen wir einfach Initial Extensions. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ist einfach nur eine Variable. Also quasi die Extensions, die wir von Anfang an fest wissen, dass sie da sind. Und das wird jetzt zum Beispiel einfach mal ein Array. Da könnt ihr auch einfach nur das reinschreiben. Als String, das ist egal. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr eventuell dann nicht nur ein Play-Command haben wollt, wie wir es jetzt heute machen, sondern auch ein Join, Leave, ein Quit-Command, was weiß ich. Und deswegen bräuchtet ihr hier dann ein Array. Deswegen zeige ich es euch jetzt einfach mal so. Und hier machen wir jetzt einfach Play-Command. So muss dann später auch unsere Klasse heißen, die da drin liegt. Und genau. Jetzt gehen wir hier runter. Und jetzt gibt es etwas sehr Lustiges von PyCharm. Von Python, wo wir quasi abfragen können, ob das Programm gerade startet. Und das ist dann if unterstrich unterstrich Name unterstrich unterstrich ist gleich und jetzt in Anführungszeichen unterstrich unterstrich main unterstrich unterstrich unterstrich. Was mache ich denn hier jetzt wieder? So, das wird quasi nur ausgeführt, wenn der Bot gerade startet. Oder das erste Mal gestartet wird, so. Und hier gehen wir jetzt durch alle unsere Extensions einfach mal durch. In client.initialExtensions. Und die wollen wir jetzt alle laden. Und dafür sollten wir das jetzt Ganze eben catchen, also mit einem try-catch. Das gibt es hier in Python auch. Und dazu machen wir try client.loadExtension. Und hier geben wir jetzt die Extension an. Dann versucht er quasi diesen Cock zu laden. Und das Ganze heißt jetzt hier in Python nicht catch, sondern accept. Und wir lassen es jetzt einfach mal eine normale Exception sein. Wir könnten jetzt hier auch noch genauer spezialisieren. Das wollen wir aber nicht, weil uns ist es eigentlich egal. Wir wollen alle Fehler fangen. Und das Ganze tun wir jetzt als SI speichern. Das heißt, E ist jetzt unsere Exception als Variable. Und hier Exception ist quasi der Typ, der gefangen wird. Und Exception ist halt allgemein, also werden alle Fehler gefangen, die da auftreten. Jetzt können wir hier noch einen schönen Print machen. Failed to load extension.
tun wir einfach mal hier die angeben, Extension. Und jetzt können wir hier noch was ganz Cooles machen. Und zwar machen wir jetzt hier ein Komma File ist gleich sys, ups, Punkt stdr. Das heißt quasi, wir geben es als Error-Code aus, als richtigen. Und nicht nur als normalen Konsolenausgabe. Und jetzt machen wir hier noch ein Traceback. Punkt print exc, genau. Und damit geben wir quasi unseren Fehler aus. Jo, das war's eigentlich auch schon mit der Hauptklasse. Jetzt müssen wir gleich in die einzelne Cog, in den Cog reingehen, in den Play-Command. Aber davor müssen wir noch ein paar Python-Libraries installieren. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal in unseren Ordner rein, wo wir gerade sind. Machen Shift-Rechtsklick, machen den Open PowerShell hier. Und jetzt müssen wir ein bisschen was installieren. Und zwar, hier habe ich euch, glaube ich, schon mal erklärt, ihr könnt das mit pip machen. Wenn pip an sich nicht funktioniert, müsst ihr py-m pip machen oder py3-m oder python-m oder python3-m. Probiert es einfach mal aus. Ihr könnt auch jedes Mal gucken mit py-version oder so, was für eine Version da ist. Und ihr solltet mal mindestens auf der 3.7 oder 3.8 sein, damit das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt hier mit meinem normalen Py-Command auf der 3.8.2. Das reicht für mich, deswegen werde ich den Py-Command benutzen. Und hier benutzt ihr jetzt pip install discord.py, so wie wir es ja normal haben. Aber jetzt noch nicht das Normale, denn wir wollen jetzt die Voice-Library. Und deswegen machen wir hier mit eckigen Klammern Voice dahinter. Habe ich natürlich schon, deswegen hat er jetzt da nicht viel gemacht. Dann müssen wir YouTube-Download installieren. Dafür machen wir pip install YouTube-dl. Das Ganze braucht auch wieder kurz. Und wir brauchen noch eine zusätzliche Library, damit das alles miteinander funktioniert. Dafür machen wir pip install pynacl. Genau, das Ganze habe ich auch jetzt schon runtergeladen. FFmpeg haben wir ja letzte Folge schon installiert. Und wenn wir jetzt auf einem Linux-System sind, dann müssen wir, ups, dann müssten wir jetzt hier diesen folgenden Befehl nochmal ausführen. Beziehungsweise das müsst ihr wahrscheinlich auch so schon ausführen, wenn ihr überhaupt einen Bot auf eurem Server laufen lassen wollt. Genau, das war es auch eigentlich schon, was wir jetzt hier machen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in PyCharm und fangen jetzt an, unsere Klasse zu erschreiben, unseren Cog. Und dafür legen wir uns hier in dem Cox einen neuen Python-File an. Und der muss jetzt genauso heißen, wie wir ihn hier beschrieben haben, also playcommand.py. Ja, den wollen wir auch wieder hinzufügen. Und der ist jetzt ein bisschen größer. Wir fügen erstmal ein paar Imports hinzu. Import OS ist quasi alles, was auf unser Betriebssystem zugreift, beziehungsweise auf unseren PC. Dann haben wir einmal Import Discord, denn wir müssen auch auf einzelne Discord-Libraries zugreifen. Wir brauchen wieder unseren Discord-Extensions-Commands, das heißt, wir machen from discord.ext import-commands. Und dann brauchen wir noch YouTube-Download, den wir ja gerade reingemacht haben, also import youtube.dl. So, das Ganze ist wieder eine Klasse, das heißt, wir machen hier class play-command. Mit Klammern, aber jetzt wollen wir da nicht einen Bot reinmachen, sondern einen Cog. Das heißt, wir machen hier commands.cog rein, von dem das Ganze erbt. Hier können wir jetzt auch noch was Cooles machen, und zwar können wir das Ganze einen Konstruktor erschaffen. Das heißt im Python initializer oder in init. Das heißt, wir machen hier eine def unterstrich unterstrich init, schlägt dich auch schon vor. Und jetzt wollen wir ein zusätzliches Argument übergeben, und dafür machen wir hier hinter dem self ein Komma Bot. Denn wir wollen unseren Bot übergeben, um auf die ganzen Funktionen zugreifen zu können. Und hier tun wir das Ganze jetzt in eine lokale Variable speichern. Dementsprechend machen wir self, damit wir wieder in der Klasse sind. Punkt Bot, so nennen wir unsere Variable jetzt, ist gleich Bot. Da speichern wir hier die Variable rein, die uns übergeben wurde. So, und jetzt wollen wir unseren Play-Command machen. Das Ganze machen wir mit add commands.command. Wir könnten jetzt auch hier bot.command machen. Ich mache es jetzt mit commands.command. Und den ganzen nenne ich einfach mal
Play. Theoretisch, wenn ihr eure Methode hier drunter jetzt auch Play nennt, müsstet ihr gar nicht hier Name Play reinschreiben. Aber ich mache es jetzt einfach mal zur Sicherheit, damit auch auf jeden Fall alles geht. Hier müsst ihr jetzt bedenken, wieder, es kommt wieder ein Self mit dazu. Dann wollen wir einen Kontext. Den müssen wir bei einem Command ja immer reinmachen. Und wir wollen eine URL haben von dem User. Und wir müssen ja wissen, was wir abspielen sollen. So, und jetzt holen wir uns ein Voice-Element. Und das machen wir mit Voice C zum Beispiel. Wir haben noch viele Voice, deswegen nenne ich das jetzt mal Voice C. CTX, also der Kontext.Autor, damit wir unseren User haben, der die Nachricht abgeschickt haben. Punkt Voice. Jetzt haben wir quasi dieses Voice-Element von ihm. Das Ganze fragen wir jetzt einmal ab mit if Voice C. Wenn das jetzt false wäre, dann wäre er zum Beispiel nicht in einem Voice-Channel und dann kann das natürlich nicht abgespielt werden. So ist er in einem Voice-Channel drin und wir können jetzt unseren Channel abfragen mit Channel ist gleich VoiceC.Channel. Dementsprechend haben wir quasi den Channel, wo der User sich gerade drin befindet. Jetzt fragen wir den trotzdem nochmal sicherheitshalber ab, nicht dass da doch noch irgendein Fehler dabei war. Und jetzt holen wir uns erstmal unseren Song, denn wir wollen den ganzen jetzt erstmal speichern, also wir müssen den quasi herunterladen zum Spielen und wenn die, wir können jetzt quasi testen, ob ein Song gerade läuft oder nicht und dementsprechend die Datei verändern oder eben nicht. Und hier probieren wir jetzt Song Name erstmal. Ist gleich. Dann machen wir jetzt ein F-String. Dafür machen wir gleich noch einen Ordner Songs. Slash. Und da nehmen wir jetzt einfach mal ctx.guild.id, also die Guild-ID, unterstrich current.mp3. Wir wollen ja als mp3-Files runterladen. Probieren wir aus, ob der Song auch wirklich da ist. Also ob da schon einer existiert gerade. Das machen wir mit os.path.isfile. Und jetzt hier fast Songname, das ist ja schon unser Pfad. Und jetzt machen wir wieder ein try-except. Dementsprechend try if song there. Also wenn dieser Song existiert und da ist, dann müssen wir diese Datei erst entfernen. Mal mit os.remove songname und jetzt geben wir uns noch einmal kurz aus removed old song file. Jetzt machen wir noch ein accept und das müssen wir jetzt hier eben spezialisieren, denn wir wollen nicht jeden Fehler fangen, wir wollen einen permission error fangen. Das ist quasi, wenn er denn nicht entfernen konnte, weil der Song zum Beispiel gerade abgespielt wird. Machen wir hier ein print trying to delete song file but it's being played oder so. Oh toll, die dürfte ich natürlich nicht benutzen. So. Hoch, jetzt habe ich Bienen falsch geschickt. Genau. Und jetzt wollen wir einmal noch das kurz in den Channel schicken. Das heißt, wir machen einfach await ctx.send. Und geben hier einfach als Error Music Playing. Da könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr wollt. Ich schreibe jetzt einfach nur Music Playing, damit wir wissen, okay, es läuft gerade ein Song. Und wir returnen, dass das Ganze hier nicht weiterläuft. Jetzt wird es spannend, weil jetzt wollen wir unseren Song auch wirklich runterladen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen was beachten. Denn wir arbeiten jetzt mit YouTube Download und der ist bekanntlich etwas komplizierter. Dementsprechend machen wir jetzt ein Voice Element. Und das ist Await Channel.connect. Das heißt quasi, unser Bot joint jetzt in den Channel rein. Und dann haben wir quasi das Voice-Element, auf dem wir dann Audio ausgeben können. So, jetzt holen wir uns einmal die YouTube-Download-Options. Die könnten wir theoretisch auch oben deklarieren. Ich mache es jetzt einfach mal hier. Das müsst ihr euch selber überlegen, wo ihr die im Endeffekt deklariert. Die ändern sich nicht währenddessen, das heißt, wir könnten die theoretisch auch hier oben deklarieren oder sogar ganz da oben. Ich mache es einfach mal hier, damit ihr mir besser folgen könnt. Dazu brauchen wir einmal geschweifte Klammern, denn das ist ein JSON-Object.
Und hier machen wir jetzt ein Format, das wir haben wollen. Achtung, hier vorne den Namen auch immer in Anführungszeichen. Dann mal einen Doppelpunkt, machen hier wieder Anführungszeichen. Und wir wollen jetzt das Beste, was geht. Dementsprechend machen wir mal Best Audio/Best. Das ist also das Beste, was er uns irgendwie ziehen kann. Dann brauchen wir einen Post-Processor, also quasi jetzt FFmpeg, die wir letztes Mal installiert haben. Und das Ganze ist in einem Array gespeichert und zusätzlich nochmal in einem JSON-Object, also hier so ein Doppelgemoppel. Das tun wir mal hier so zurück. Genau, also hier auch aufpassen, dass wir erst eine eckige Klammer und dann eine geschweifte Klammer haben und hier unten das wieder andersrum auch zugeht. Und hier drin schreiben wir jetzt rein Key, Doppelpunkt und jetzt hier vorsichtig FF, die beiden groß, MPEG klein, E wieder groß, Extract, Audio. Das ist quasi ein Modus oder ein Key von FFmpeg, mit dem wir jetzt quasi unsere Audio bearbeiten und jetzt zu MP3 verwandeln. Das machen wir hier mit dem Preferred Codec und den wollen wir jetzt eben zu MP3 haben. Das heißt, wir machen hier MP3 und jetzt sagen wir noch, wir wollen eine Preferred Quality von, machen wir mal 192 zum Beispiel, weil viel mehr macht fast keinen Sinn bei YouTube. Es ist sehr selten, dass da Videos mit mehr sind und dementsprechend lassen wir das einfach jetzt mal so. Discord überträgt euch standardmäßig eh nur 64-Bit, außer ihr dreht es manuell hoch und da geht es auch, glaube ich, nicht viel höher. Jo, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch runterladen mit diesen Optionen. Das heißt, wir machen jetzt with youtube.dl.youtube.dl. Müsst ihr aufpassen, einmal youtube-dl klein. Also quasi den Import, den wir oben importiert haben, ein Punkt und dann die Klasse YouTube.dl groß. Jetzt machen wir, übergeben wir hier unsere Optionen, also YTDL Options. Das Ganze nehmen wir als YouTube.dl, also YDL Variable und arbeiten damit jetzt hier. Und jetzt machen wir einfach nur einen Print Downloading Audio Now. Machen wir noch einen \n dahinter, damit er auch in der nächsten Zeile weitermacht. Uns dann hier die Ausgabe gibt, was er gerade runterlädt. Und dann machen wir einfach ydl.download. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, wieder in eckige Klammern, URL, weil er hier quasi jetzt mehrere gleichzeitig runterladen könnte. Wir wollen aber nur das eine runterladen, dementsprechend machen wir auch nur das eine hier in diese eckigen Klammern rein. So, und jetzt wollen wir das Ganze noch einmal kurz umbenennen. Und dazu machen wir for file in us.listdir.slash, quasi in dem Directory, wo wir gerade sind. Und wir sind oben ja in Songs reingegangen, dementsprechend sind wir immer noch in Songs. Jetzt machen wir hier if file.ends with .mp3, weil wir haben jetzt eine .mp3. Dann wollen wir die umbenennen, machen wir einfach hier print renamed file Doppelpunkt. Oh, jetzt brauche ich einen F-String. File. Mache hier wieder ein \n. Und dann machen wir rename file, songname. Denn das songname ist ja genau das, wo wir es wieder hier genannt haben. Beziehungsweise, ich habe euch gerade hier, glaube ich, was Falsches erzählt. Der lädt das erstmal in den normalen Ordner runter, also in unseren Hauptordner, wo auch die Musik.py liegt. Und wir verschieben es quasi jetzt dadurch, dass wir es renamen, manuell auch in den Songs-Ordner. So, und jetzt wollen wir das Ganze einfach nur noch abspielen. Dann haben wir es auch schon fast. Und dazu machen wir jetzt hier voice.play.
Und hier müssen wir jetzt auch einen Discord-Codex benutzen. Und dafür machen wir discord.ffmpegpcmaudio. Songname. Damit spielen wir quasi dann diese MP3 ab. Komma after. Das ist jetzt quasi so, wenn das Ganze vorbei ist. Dann machen wir jetzt hier uns einen Lambda-Ausdruck. Zum Beispiel, ist ja egal. Und dann machen wir einfach nur einen Print-Song zu Ende. Und rein theoretisch könnten wir auch den Voice dann wieder verlassen. Song zu Ende. Und jetzt machen wir noch ein Voice.source ist gleich Discord.pcm Volume Transformer Voice.source. So. Jetzt haben wir das Ganze gemacht. Jetzt können wir uns noch ein OK ausgeben oder so. So habe ich es bei mir zumindest gemacht. Und quasi sehen, okay, Song wird jetzt abgespielt. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon soweit fertig. Jetzt machen wir hier nochmal eine visuelle Trennlinie. Die Klasse endet jetzt wieder hier. Und hier müssen wir jetzt das Ganze, diesen Cock, noch registrieren in unserem Bot. Und das machen wir mit dev setup. Und übergeben hier unseren Bot. Und machen hier jetzt bot.add-cock. Und dann hier einfach play command. Habe ich den mit S benannt? Tun wir das S weg, das klingt doof. Und da übergeben wir auch einfach nur den Bot. So, die Setup-Methode wird in unserer Musikbot hier aufgerufen durch das Load-Extensions. Und das war's eigentlich schon. Unser Bot ist fertig. Wir können jetzt einmal den ganzen Bot starten, indem wir hier einfach rechtsklick Run Music Bot machen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir nichts vergessen haben. Jetzt mache ich das einmal hier klein an die Seite. Und gehe in unseren Discord-Channel rein. Also sind wir jetzt hier einmal drin. Und jetzt führe ich diesen Command nochmal aus, den ich auch vorhin schon mal ausgeführt habe. Und wir sehen hier jetzt unten Download Audio Now. Bam, jetzt kommt YouTube Download, lädt das Ganze runter. Und gleich sollte es laut werden. Oder nicht. Wir haben den Ordner noch nicht erstellt. Wir müssen hier manuell, weil er da gerade kein Recht drauf hat, den Songs-Ordner erstellen. Jetzt seht ihr auch, wie die Datei heißt, wenn sie runtergeladen wurde. Und das wollen wir natürlich nicht. Tun wir die nochmal löschen. Tun auch sicherheitshalber den Bot nochmal neu starten, dass er da nichts falsch hat. Und tun wir das nochmal kopieren. Wenn er an ist. Starten das Ganze. Sehen, okay, er lädt das Ganze einmal runter. Genau, und jetzt spielt uns hier unsere Musik ab. Und wenn sie fertig ist, kommt dann ein Song zu Ende. Und das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf unseren Melion-Discord. Da zeigen wir euch auch nochmal alles. Könnt euch weiterhelfen. Da habt ihr hier ganz unten links den Coding-Support für ganz viel Hilfe im Coding. Die Coding-Tickets, wo ihr sogar privat ein Ticket mit einem unserer Supporter machen könnt, damit die euch perfekt weiterhelfen können. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit beim Nachprogrammieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.